Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind in Empire Warm to Thrones Revenge Mod und ihr seht, wir werden hier bei Kristall von 3 Sternzerstörern plus ein paar, was ist das? IPVs angegriffen. Schwierige Angelegenheit. Ich vermute, dass wir das hier nicht in einem Durchgang schaffen. Wir konzentrieren uns auf diesen Sternzerstörer. Na, das ist ein Tektor. Das ist ein ISD-2. Das ist ein Tektor. Ja, gut, dann. Zwischen ISD-2 und Tektor ist nicht so viel Unterschied. 1, 2. Kurz mal die hier reinnehmen. Du hier rein. Pause. Den Scharf, der darf hier mit rein. Und die drei Kynigos dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Hier, die können noch guten Schaden machen. In der Hoffnung, dass wir diesen Tektor vernichtet kriegen. Scharf darf hier bitte sofort angreifen. Kynigos angreifen und du bleibst einfach hier zum Reparieren, hoffentlich. Oh, das ist unschön. Ich werde den gleich schon rausziehen müssen. Sehr gut. Sehr gut, Schilden weg. Er muss raus. Wir dürfen hier auf gar keinen Fall Schiff verlieren, sonst haben wir ein Problem. Und nicht nur ein kleines. Die Jäger dürfen alle ihre Ziele suchen. Komm schon. Du musst jetzt wirklich bitte fliehen. Sonst bist du gleich Schrott. Jawoll. Jetzt muss nur der Ascendancy-Sternzerstörer hier auch überleben. Komm schon. Aufschlagsraketenwerfer hier vernichten bitte. Engines vernichten. Und dann müssen wir leider abhauen, aber der nächste Durchgang dürfte deutlich einfacher werden. Nicht, dass der Kynigos hier noch vernichtet wird. Wenn wir dann jetzt noch 2 Sternzerstörer haben, die auf uns schießen, kann natürlich passieren, dass die jetzt mit Bodeneinheiten kommen, dann haben wir ein Problem. Aber ansonsten könnten wir beim nächsten Durchgang das sogar gewinnen, hier bei Krustai. Das Schöne ist, wir sind relativ... Oh nein, Pesafri hat keinen... Das nervt mich ja jetzt. Bei Seotrick 4 müssen unsere Bodeneinheiten kommen. Das Problem ist, der Mortar TAT kommt von hinten. Den brauche ich aber, um Seotrick 4 einzunehmen. Und dann haben wir halt hier bei Garbodor 3. Aber das Schöne ist, am Boden haben die nur die Möglichkeit, 3 Sachen zu bauen. Das ist gut. Bei Bastion und Helska 4. Wir bräuchten eigentlich da, da und da und da überall eine Hypervelocity Gun. Mal schauen. Generis, da kann die Neue Republik keine Verstärkung kriegen. Das ist ganz gut für uns. Da können wir ausharren. Machen wir mal weiter. Und von Sarfchi. Ja, sehr schön. Wieder zurück nach Kristai. In der Hoffnung, dass die Bodeneinheiten nicht schnell genug sind. Hier fliegen wir über Generis. Die wollen nach Helska 4. Wer hätte das gedacht? Die sind schon bei... Bitte bleib da ohne Bodeneinheiten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es tut mir leid, dass ich hier gehustet habe. Pause. Wo sind wir hier bei Kristai? Sind wir fast angekommen? Oh mein Gott, wir müssen so vieles jetzt gleichzeitig machen. Seotrick 4 muss sofort angegriffen werden, wenn wir da sind. Oh mein Gott, sonst nehmen die sich Helska 4 dann noch. Oh Leute, mein Herz schlägt so schnell. Ich hoffe, also ich empfinde es als extremst spannend und extremst herausfordernd. Mir macht das einen Riesenspaß, das hier zu spielen. Ich hoffe, das kommt auch so rüber bei euch. Manche Folgen, manchmal habe ich so 10, 15 Folgen bei Let's Plays, die langsamer sind, wo ich mir so denke, okay, könnte mal ein bisschen schneller gehen hier. Aber das hier ist gerade einfach so, so spannend für mich. Lasst uns den Tektor wieder nehmen. Ihr beiden hier. Dann habe ich so ein kleines Gefühl, wo ihr seid, den Schaf hier rüber. Ihr beiden, greift hier bitte an. Syndic auch, der Schaf ebenfalls. Bleibt hier zum Reparieren. Ja. Nope. 1, 2, 3. Ihr beiden, kannst du jetzt mal bitte dich drauf konzentrieren? Du sollst nicht auf die IPVs, du sollst auf nichts anderes gehen. Der Scharf darf hier mit drauf angreifen. Perfekt, du ein Stückchen näher ran. Ah, wunderschön. Mittelschwere Turbolaser-Batterien bitte. Ihr kümmert euch da um die anderen Sachen. Ja, den muss ich gleich rausschicken. 1, 2 Schüsse darf der noch abgeben. Die mittelschwere Turbolaser-Batterie hier bitte weg. Aufschlag mit dem Airway. So, jetzt habe ich zu viel Angst um den. Der soll abhauen, aber ich glaube, den einen Sternzerstörer hier, den dürften wir ganz gut schaffen, denke ich. Du bleibst stehen, sonst bist du gleich die vorderste Front für uns.
Das will ich definitiv nicht. Okay, du darfst jetzt auch mal hier drauf. Das dürften die Kleinen hier schaffen. Und du fließt jetzt gefälligst. Die Engines da sind weg. Alle Einheiten hier auf die Engines. Aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Schade, aber egal. Noch ein Tektor weg. Alles, das ist alles vollkommen in Ordnung. Zurück zur Galaxiskarte. Pause. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Eine 20er Flotte gegen eine 100er. Ich vermute, wir werden nichts verlieren. Die haben alles verloren. Hätten wir das jetzt so ausgefochten, wären die einfach geflohen. Die haben alle Bodeneinheiten verloren. Das ist Timing. Jetzt ist natürlich die Frage bei Hell's K4. Wie schnell kommen die da mit ihren Einheiten hin? Okay. Sind die da jetzt schon mit Bodeneinheiten? Haben wir jetzt hier den Mortar TAT? Haben wir, okay. Da würde ich so gerne Auto-Resolven, aber wir werden ein, zwei Schiffe verlieren, wenn ich es Auto-Resolve. Von daher, nein, wir machen es so. Oh, Leute, Leute, meine Hände schwitzen so, so sehr. Das macht gleichzeitig auch so viel Spaß. Komm schon, beginnen wir. The enemy has been spotted. Dein Syndic Star Destroyer dürfen nach vorne. Du darfst nach vorne. Der Schaf darf ein kleines Stückchen nach vorne. Ihr dürft ein kleines Stückchen nach vorne. Du auch ein kleines Stückchen nach vorne. Alle Jäger, die ich hier habe, Angriff. Hier sind wenigstens auch viele Jäger mit bei. Sucht euch da irgendwen aus. Und du gehst auf die erste Dauntless. Du gehst ebenfalls auf die erste Dauntless. Nehmt die Engines. Die wollen nämlich gleich fliehen. Hier drüben die Engines, bitte. Und dann nimmst du... die Engines sind noch ein Schrott. Nibulon B. Wir müssen hier komplett vernichtet werden. Damit wir denen zeigen, was passiert, wenn die Neue Republik sich mit uns anlegt. Sehr schön. Ah, der eine hat hier schon verloren. Der eine Syndic Star Destroyer, aber... Also, nicht verloren, sondern ein bisschen was an Leben verloren. Sehr schön. Crystal bleibt unser Pause. Jetzt mal ganz im Ernst, wir dürfen hier keine Zeit verlieren. Wir müssen jetzt ganz schnell bei Sir Trick vorgehen. Wir haben alle Einheiten, die wir brauchen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Greif hier bitte an und mit dem Geld, was wir haben, können wir vielleicht mal gucken, dass wir noch ein bisschen was aufbauen. Bei Entrolla haben wir da schon einen Tradeport. Was bringt uns das hier? Tradeport wird doppelt so gut sein. Okay, sehr gut. Und am besten noch eine Tax Collecting Agency. Hier bei Munilinst will ich natürlich gleich eine Mine bauen, aber schauen wir mal. Erstmal jetzt hier Trick 4. Das ist ein Planeten, den ich wahrscheinlich nicht halten kann. Ist mir aber auch egal. Hauptsache die Pentastar-Koalition verliert da drauf. Hauptsache die Pentastar... Oh mein Gott. Das ist natürlich eher blöd, aber gut. Müssen wir leben. Vor allem einer von euch hier hin. Du bleibst hier. Und ihr beiden hier hin und wir gucken einfach mal. Dass das so weitläufig ist, ist natürlich einerseits schön, dass die nicht direkt auf mir drauf sitzen. Andererseits ist meine Artillerie dann nicht so gut. Oh mein Gott, da ist einer der... Ja, entschuldigt, dass ich zwischendurch husten muss, aber ich werde diesen Husten irgendwie nicht los. Komm schon, hier rüber. Schießt der da? Oh, der schießt schon gut darauf. Das ist schön, dass er Sonnenreichweite hat, ist gut. Bisher haben die noch nichts eingenommen. Ebenfalls sehr gut. Einer von euch, der sprinten kann, geht mal hier rauf. Ich würde hoffen, dass wir damit ein Sandshopping machen können. Ich glaube, hier irgendwo ist deren... Hier vielleicht? Der Energiegenerator. Ich weiß es nicht genau. Okay, wir können kein Sandshopping machen. Heilung bringt das, ne? Ja. Das ist aber auch nicht verkehrt bei den Helden, die wir hier haben. Perfekt. Reinforcements on route. Course plotted. Reporting. Du darfst nochmal, du bist kein Sprinter, aber die Landezone gehört uns. Das heißt, da können die auch nichts rausholen. Kann einfach hier stehen bleiben. Der kann mich nicht treffen. Perfekt. Da kommen die ersten Einheiten. Da kommen noch mehr Einheiten. Okay, okay, okay. Das ist unschön. Die Flame Tanks und die beiden Gilsians kommen jetzt mal bitte mit. Okay, wir müssen hier wahrscheinlich abhauen. Aber der kann sich hier einfach heilen lassen, von daher. Oh, 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 das wollt ihr nicht. Let's go.
Almost there. Form up. Fire at will. Squad, move out. Muss jetzt gleich mal hier ein bisschen mithelfen. Schon. Ja, der versucht jetzt hier zu schießen, aber das dürfte mein Mord-HTAT jetzt ein für alle Mal erledigen. Hier ist meine Deckung. Der Tycrawler da ist ein Problem. Allerdings gibt es problematischere Probleme, von daher. Nein, nein, nein. Ihr fahrt jetzt mal hier bitte weiter. Sehr schön. Die Gilsians können sich um die Fahrzeuge kümmern und die Flame Tanks um die Infanterie. Das ist eine gute Synergie, würde ich mal sagen. Hier kommt hier rauf. Die Gilsians fahren bitte hier weiter. Wir könnten bombardieren, aber... Oh, wir könnten bombardieren. Nice. Das ist gut. Ich hätte gedacht, dass die Ionenkanone das verhindert. Tut sie nicht. Dadurch, dass ihr Schilde habt, schicke ich euch jetzt mal hier hin. Ich vermute, wie gesagt, dass das die Ionenkanone hier drüben ist, aber wer weiß. Der Sprinter darf sich hier einmal heilen. Und dann nach dem Energiegenerator von denen gucken. Da ist einer der Inquestor. Wenn wir den natürlich vernichten könnten, das wäre schön. Das war's mit dem. Antifahrzeugturm, das mag ich nicht. Kommt da bitte aus seiner Reichweite raus. Turbolaserturm, das mag ich noch weniger. Gut. Wir müssen es einfach mal... Aber der überlebt, okay. Vielleicht auch nicht. Aber, sehr schön. Warte, was haben wir hier? Ein Antiflugturm? Nein, ein Inquestor. Und dann mal schauen. Ah, Hypervelocity-Gun, keine Ionenkanonen, Hypervelocity-Gun. Wollen wir den Quiller? Quiller, du kommst hier hin. Sehr schön, die sind auch besiegt, während die hier versucht haben, hier hinzukommen. Reporting. Firing. Suppressive fire. Mal hier lang. Da haben wir noch einen. Interessant. Wo sind jetzt meine Flame Tanks? Hier drüben. Lasst euch mal heilen. Ihr könnt mal versuchen, hier direkt an den dran zu kommen. Vielleicht schafft ihr das ja. Ihr dürft nicht so nah kommen, bitte. Und ihr drei seid noch nicht geheilt genug. Wenn wir direkt unter dem drunter stehen... Ich weiß nicht genau, ob das eine Aua macht, aber... Jawoll! Ja, aber die werden den Reinforcement Point hier nicht kriegen. Hier drei Flame Tanks. Sehr schön. Meine Güte. Könnt ihr den nicht crushen? Seid ihr kein Crusher? Ihr seid Crusher. Fahrt drüber. Ihr auf die Hyper Velocity Gun bitte. Immerhin, das ist vernichtet. Ihr dürft nochmal hier hinkommen. Die Hyper Velocity Gun wird gleich vernichtet. Und ein ATPT, das ist natürlich auch blöd. Lass uns mal einmal gucken, ob hier irgendwo eine Dings noch ist. Ihr beiden geht mal hier auf die ATPTs und du lässt dich bitte einmal heilen. Gegen Schilde sind die halt überhaupt nicht gut. Den schicke ich jetzt einfach mal mit. Der Crawler da drüben ist gefährlich. Komm schon. Einmal deine Dings schmeißen. Dann haust du bitte ab. Und ihr drei dürft mal weiterfahren. Mal gucken, ob hier irgendwo noch was ist. Was für uns schlimm ist. Kommt hier irgendwo ein Turbolaserturm? Du kommst von hier, wobei da ist ein Anti-Fahrzeugturm, glaube ich. Das ist eine Tax Collecting Agency, das ist nicht schlimm. Was ist das hier? Ein Morph-Palast. Ah, perfekt, das ist, glaube ich, nur noch der Morph-Palast. Da wird irgendwann ein Tycrawler rauskommen. Aber... Die Fahrzeugturm. Machen wir den mal so weg. Was ist hier drüben? ATDP, das ist natürlich blöd.
Aber jetzt auch kein Beinbruch. Hier kommt bitte alle mit hier rein. Guck mal, das sieht zusammen an, bitte. Gilsien, hat hier Schaden genommen. Oh mein Gott, Tycrawler. Gilsien, hopp! ATDP vernichten, alle zusammen da drauf. Sehr schön. Einmal nochmal hier irgendwo drauf, keine Ahnung. Dass der das überlebt hat, der hätte auch zerstört werden können. Egal, wir haben, glaube ich, nichts verloren. Seotrick 4 gehört uns. Pause. Pause. Noch haben die da keine Bodeneinheiten. Oh Mann. Das können wir aber nicht halten gegen die. Das ist nervig. Hier haben wir Base Defenses. Dagegen können wir also was tun. Und das ist ganz gut. Da hinten nur noch drei Planeten, die hier problematisch sind. Ihr müsst jetzt einmal hier... Ich hoffe, dass die den Planeten nicht kriegen. Du gehst rüber nach Zernpidal. Wollen die nach Ord Binir? Ist hier unten. Kann nur Imperium sein. Das kann gefährlich werden. Ist nicht, also das ist keine Flotte, um die wir uns jetzt Sorgen machen müssen. Aber ich bin erstmal woanders beschäftigt. Okay. Da haben sie nichts anderes. Wenn ich die jetzt auf Helska 4 festhalten könnte. Das wäre schön, aber mal schauen. Gabridor 3 müssen wir jetzt erstmal wieder einnehmen. Und dann auf allen anderen Planeten Base Defenses und Hypervelocity ganz, die um Helska 4 drum liegen. Besser wäre es natürlich noch, wenn wir die von Zernpidal dann sogar noch weiter wegkriegen könnten, aber da müssen wir schauen. Ja, die sind vernichtet, komm. Ich spiele hier einen Spawn noch hin, dann sind wir schneller. Nein, geht das nicht? Na egal. Sollen sie fliehen? Soll mir recht sein. Zurück zur Galaxiskarte. Pause machen. Und es fällt mir so unglaublich schwer. Das Imperium wird Helska 4 damit kriegen. Es sei denn natürlich... Und Ord Binir ist noch eine richtig blöde Map zum Angreifen. Aber da bleibt mir nichts anderes übrig, als das Auto zu resolven. Schon. Weil ich will die eigentlich bei Zernpidal haben. Lass uns die mal nach Bastion holen. Da haben wir vielleicht dann ein bisschen bessere Verteidigung. Kurz Pause machen und Gabridor 3 eingreifen. Aber wir haben wieder Geld. Das sollten wir kurz ausnutzen. Invasion commencing. Bei Bastion... Na, hätte wir das gar nicht. Gabridor 3 braucht dann auch eine. Hat Yagamino eine? Yagamino hat eine. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Können wir uns bei Dings ein bisschen besser verteidigen, aber mal schauen. Krustei braucht auf jeden Fall wieder eine Raumstation. Das geht sonst nicht. Und Riga eigentlich auch, aber wir haben halt... Null Credits. So, ich hoffe, dass wir jetzt bei Gabridor 3 relativ gut klarkommen. Den Mortar TAT hole ich hier nicht, das wäre Selbstmord für den. Die alle läuft vor. Die haben hier kaum Einheiten. Flame Tanks mitkommen, wenn wir die da hinten halten können. Ist alles in Ordnung. Ah, das sieht perfekt aus. Ihr fahrt bitte weiter. Wir holen uns den Mortar TAT hier hin und euch. Okay, die haben eine kleine Fabrik plus das Governor's Office. Das ist in Ordnung. Wir haben jetzt hier fast alles vernichtet. Perfekt. Den Mauler. Aufbauen. Kein Selbstmord machen, kein Selbstmord bei dem machen. Dann haben wir den nämlich verloren. Okay, perfekt. Zumindest einen von euch hier mitnehmen, bitte. Andere darf hier als Verteidigung bleiben. Sehr schön, der Mortar hilft uns jetzt auch noch. Weiter. Ihr müsst alle weiter. Einer von euch fährt mit. Andere bleibt hier. Bombardieren können wir auch hoffentlich gleich. Ah, da kommt ein ATPT. Weiterfahren, weiterfahren, weiter aufs Ziel halten. Weiter aufs Ziel halten. Auf den ATDP.
Kommst bitte auch mit. Standing by. Reporting. Order acknowledged. Lass mal mitkommen und hier was draufschmeißen, bitte. Du sollst das schmeißen. Warum macht der das nicht? Ja, den Reinforcement Point haben wir. Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir plus ihr drei. Ich meine, da ist nur noch Infanterie. Das kann man zum Glück hinkriegen, aber trotzdem. Nervig. Was zur Hölle tust du da? Du sollst hier bitte runterkommen. Ah, deren lokale Bevölkerung. Und ihr drei sollt auch da runter. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Die haben es nicht rechtzeitig geschafft. Die lokale Bevölkerung zählt nicht. Sehr schön. Gabriel 3 gehört uns. Pause. Das ist halt Hell's Kaffee das Problem. Und Orbinier, nicht zuletzt. Auf den Boden. Und wir müssen jetzt erstmal noch Orbinier, müssen das da klären mit dem Imperium. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Lieber noch Bastion. Wer hätte das gedacht? 9% nur noch. Oh nein, jetzt haben wir die Flotte hier runtergeschickt. Ich wollte gerade sagen, das bedeutet aber auch, Hell's Kaffee ist ungeschützt. Wenn jetzt noch Bastion kommt, es ist ein Versuch einfach wert. Es ist einfach ein Versuch wert, nach Hell's Kaffee zu kommen. Der kann ja selber fliehen. Ord Binir, maximal 3 Sternzerstörer. Schaffen wir. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Und ich habe langsam wirklich keine Lust mehr auf die Pantastar-Koalition, aber die haben wirklich nur noch einen Planeten gerade. Was ganz gut für uns ist. So. Reinforcements nicht als erstes. Na, ihn und den Phalanx nach vorne, die können nämlich beide fliehen. Pause. Ron ein Stück nach hinten. Wie weit nach vorne fliegen die noch? Okay. Hier hin, Aralani hier zur Seite, Voss Park hier hinten. Angriff. Jetzt haben die natürlich den da hinten als erstes angegriffen, das ist dumm. Aber wir haben hier so viele Sternzerstörer gerade, die da drauf schießen. Ich glaube, das können wir direkt im ersten Durchgang schaffen. Phalanx darf schon mal hier drauf, ihr drei auch hier drauf, nehmt ihm die Schilde. Jäger alle mit rein, bitte. Du gehst mal kurz auf den Eidolon-Kreuzer da drüben. Aralani darf schon hier drauf. Thrawn ist jetzt der Einzige, der noch auf den verwundeten Sternzerstörer hier drüben geht. Phalanx darf damit drauf gehen auf den Sternzerstörer. Das läuft. Ihr beiden auf den Sternzerstörer, Thrawn auch auf den. Du auf den, der Phalanx auf den. Jetzt ist so die Frage, versuche ich den rauszuziehen oder gehen wir einfach davon aus, dass er das überlebt? Zweimal Anti-Jäger und Anti-Raketen bitte. Auf die mittelschweren Oktuplen. Auf die mittelschweren Oktuplen. Voss Park ist natürlich jetzt hier sehr exponiert. Aber ich bin jetzt einmal komplett drin. Und jetzt ziehe ich auch nicht mehr raus. Ja, das gewinnen wir. Die Bomber sind noch... auf die Engines. Jawohl, gewonnen. Alles vernichtet. Huh, nichts verloren. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir kurz ein paar Pause machen, weil theoretisch müssen wir hier nach Orbinier. Andererseits sind wir auf dem Weg nach Bastion. Gabriel Dor 3 hier rüber. Wenn die nicht sofort Bodeneinheiten mitgenommen haben, können die keine Bodeneinheiten mitnehmen. Dann habe ich die wirklich, wirklich ohne Bodeneinheiten und die können mir, klar, die können alles im Orbit von mir vernichten, aber die können keinen Planeten mehr einnehmen. Und damit werden sie im Endeffekt vernichtet werden. Oh, gut, dass ich den nach Bastion gepackt habe. Besser könnte es nicht laufen. Na, Velocity Gun können die noch nicht haben. Vielleicht haben sie hier ein, irgendwas anderes, was mich nervt. Schon eine... aber den Captain Shipyard werden die nicht haben. Nein, Level 1. Light Frigate Shipyard, die haben nichts, was mich besiegen könnte. Klar, ein paar Teilbomber, da müssen wir aufpassen, natürlich. Muss ich jetzt mal gucken, dass ich deren Anti-Jäger-Kapazitäten vernichte, bevor meine Jäger da sich in den Selbstmord schicken. Vernichtet den Hangar. Aber für kein Geld der Welt haue ich jetzt hier ab.
Das ist schon uncool. Ihr müsst jetzt mal hier rein, nehmt den Bomber. Vor allem muss ich die Raumstation vernichten, dass da keine neuen Jäger mehr rauskommen. Okay. Aber ich hab sonst keine Möglichkeit mehr hier zu schaffen. Er hat zum Glück zwei Engines. Sobald er noch mehr... Okay, der verliert zu viel. Hau ab. In der Hoffnung, hier vielleicht nochmal starten zu können. Ich wollte gerade sagen, um kein Geld der Welt hau ich hier ab, aber ich muss hier abhauen. Sonst ist der Schrott. Die Engines sind... Nein, wir verlieren den. Nicht mehr auf die Engines schießen. Jetzt hau doch ab! Oh mein Gott! Oh, habt ihr das gesehen? Die Bombe ist genau auf die Engines zugeflogen. Das hätte das vernichtet. Tactical battle imminent. Ja. Out-Resolve. Trade-Port Effect ist schade. Geh nach Hellskaffee und mach das jetzt endlich! Ich bräuchte nur ein Anti-Jägerschiff. Das wird schon reichen. Oder halt diese ganze Flotte hier. Nein, das kann nicht sein, dass dieser Sternzerstörer nicht ausreicht. Leute. Diesmal muss ich die Jäger sofort mitnehmen. Aber das Schöne ist, der Trade-Port ist weg. Der hat, glaube ich, auch einen Jäger oder so gespawnt. Oder vielleicht auch das ein oder andere Anti-Jägerschiff. Mal schauen. Ich muss die Jäger sofort mitnehmen und gegen deren Bomber einsetzen. Und halt einfach gucken, dass wir die Tartans und so vernichtet kriegen. Schmeißt du mal deine Jäger raus. Die Frage ist, was war das da? Was bist du? Ja, ist, glaube ich, jetzt nicht so gegen links ausgelegt. Ah, wobei, nein, wir behalten die einfach am Schiff dran und gucken, dass die das beschützen. Die Victory 2 Fregatte ist natürlich auch nicht so nett für mich. Und die ganzen kleineren Sachen hier kriege ich schwer zerstört. Vernichte vielleicht erstmal die Tartans. Das sind etwas größere Ziele, die du vernichten kannst. Und die können dir auch noch mehr schaden als diese... Okay. Wenn der Raider hier sich vernichten lassen will, soll er sich vernichten lassen. Nimm die Victory 2 Corvette. Stopp. Nimm die den Bomber. Und jetzt den Tartan. Die Victory 2 ist zwar nicht vernichtet, aber der Tartan sitzt direkt vor dir. Von daher, das sind auch alles Schiffe, die vernichtet bleiben. Die Tartans und die Raider. Das darf nicht wahr sein. Wir verlieren hier schon wieder. Nimm dir den. Ne, der muss abhauen. Jetzt verlieren wir den wirklich. Nimm dir den Bomber. Oh mein Gott, wir sind wieder abgehauen, aber die werden jetzt den Boden nehmen, ist das Problem. Wenn ich nicht sofort nochmal zuschlage, vielleicht... Vielleicht, aber... Das ist echt unschön. Jetzt wollen sie nach Cedric 4. Aber ganz im Ernst, Cedric 4 gebe ich liebend gerne auf. Das war nur dazu da, um die Pentastar-Koalition rauszukriegen. Entschuldigt den Huster. Und wir müssen jetzt hier Hellskaffee 4 in irgendeiner Art und Weise... Wir haben jetzt zwei Tartans vernichtet. Das muss doch jetzt was bringen. Dass die Tartans nicht mehr da sein können. Dieses Decimator-Squadron, die nervt mich. 4 Raider-Korvetten noch und halt das Ganze, was die von der Level 1 Schiffswerfter kriegen. Das Problem ist, ich habe halt gegen Jäger so überhaupt nichts zu sagen, außer meine eigenen Jäger. Was kommt denn da jetzt alles raus? 2 Buccaneer-Frigates, eine Victory 2 Frigate und 2 Raider. Ja, schick die Raider alleine, bitte. Und das sind zwar die Raider, die neu spawnen, aber je mehr ich hier vernichtet habe, desto besser. Bleibt mal stehen, wir gucken mal, ob die... Den einen oder anderen vielleicht noch zum Angriff schicken. Das Schlimme ist, die Raider haben leider auch ein bisschen was an Raketen, die ouchen können. Weiß nicht, ist das auch noch ein Raider? Oder ist das eine von den Buccaneer Frigates? Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die hier... Na, nicht so weit. Lass die ruhig einzeln reinschicken. Greif mal die Jäger an. Du willst da nicht viel schaffen, aber trotzdem. Dann sind die eigenen Jäger vielleicht ein bisschen besser drauf. Nein, nicht reinfliegen, nicht... Nicht reinfliegen, du sollst einfach... Oh mein Gott, jetzt sind wir zu nah. Die Raider vor, sehr schön. Die nächste Raider, bitte. Die Victory 2 Fregatte.
Ich nehme euch jetzt hier den Bomber gefälligst. Noch haben wir keine Schilde verloren, das ist gut. Die Victory 2 muss jetzt aber bitte vernichtet werden. Komm schon. Und jetzt hier weiter Raider. Und dieses Mal werden wir es immer noch nicht schaffen. Ey, das gibt's ja nicht. Vernichte die doch jetzt! Komm schon! Und vielleicht mache ich dieses Mal... Jawohl. Einen normalen Retreat, vielleicht geht das schneller. Was haben wir jetzt vernichtet? Haben wir wenigstens ein, zwei Raider noch vernichtet? Komm schon. Eine Raider. Das gibt's ja nicht. Und jetzt nehmen die sich Bastion. Wir haben es nicht geschafft. Nein! Ah, dass wir die Hauptflotte nicht hier hatten. Ah, nervt mich das! Müssen wir bei Jamis eine Dings das hier nehmen und dann relativ schnell nach Garbodor 3, nach Bastion und nach Helska 4. Ach Mann, ey, wir müssen da besser vorbereitet sein. Wir brauchen mehr Schiffe. Ich muss es auto-resolven, zurück zur Galaxiskarte. Aber ich mache jetzt Pause, bevor irgendwas anderes passiert. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.